Moinsen Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Prediction hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute, ich und der Jordan, beziehungsweise der Computer spielt heute Spiel zwischen dem EHC Kloten und der SC Rapperswil-Jona Lakers von heute Abend. Bist du bereit, Jordan? Ja. Du siehst es gut. Dann starten wir das Game. Verteidigung ist bei Kloten definitiv besser. Dafür ist der Angriff der Rapperswil-Jona Lakers definitiv besser. So, mal schauen. Gut, der gewinnt das erste Bulli und dann ist der Kellenberger wohl los. Alter, Mann. Rapperswil hält sich aber schieben. Was denkst du, wer gewinnt heute Abend? Rapperswil. Schon, wie viel? 3-2. 3-2, okay. Ja, also wenn ich die letzten Spiele von Kloten anschaue im Vergleich zu den Rapperswil-Jona Lakers, dann müsste ich eigentlich auch nur schon von der Tabelle her Rapperswil gewinnen. Allerdings, gegen Rappi ist immer ein besonderes Spiel. Noch schlimmer wird es dann am Freitag, nächste Woche. Das Zürcher Derby, das wird dann richtig spannend. Das erste Zürcher Derby, die haben sie ja letztes Jahr gewonnen. Mal schauen, wie es das Jahr dann wird abschliessen. Alter Mann. Marley. Eng. Kommt aber nicht durch. Dann ist es wieder der Team Groß Niklaus, glaube ich. Pass in die Mitte, aber schön abblockt. Lotte, Nico Oyameki. Super gespielt, aber da bist du im Golden. Ich verlange mir, oder? Ich glaube schon. Normal bei Lotte ist es dazugekommen. Ne? Das ist der Marc Marshall. Der versucht durch, aber Rapperswil blockt ab und Rapperswil jetzt in der Zone rein. Super gespielt, kein Foul. Versucht's. Der Luca Capaul, der ist bei Teppich Lothar gespielt letztes Jahr. Echt? Ja. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob der Rapperswil ausgelehnt worden ist oder ob sie den getäuscht haben. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder ob er bei Lothar keinen Vertrag mehr bekommen hat. Rapperswil jetzt wieder in der Zone drin. Doch Lothar holt sich Gino. Steiner. Simic. Axel Simic. Obrecht. Okay. Mir fällt gerade auf, dass das Gameplay-Update gegeben hat, dass die Nummern die richtigen Nummern sind. Ach. Ja, der Steiner 95, Obrecht 13. Die stimmen. Es gibt eine Strafe gegen Kloten für den Kerner der und. Nein, der ist im Real Life Selfie. Die Nummer stimmt nicht. Kerner der Rungs. The Lakers will have a chance to get on the power play for the first time this evening. An opportunity here to go up by one on the power play. You know they've worked on this in practice. It's something to do. This is what prepares you to be big in these moments. Here's a chance to clear the puck from his own end. Ui, was für ein geiler Pass wäre das gewesen. Teil am Ei, versucht es aber zu erkennen sicher. Zu erkennen ist da. Retrieve the puck and fire it down the ice. Makes no mistake on the clear, James hard and heavy on the stick. Can they capitalize on this power play? Here comes the face off. So kehren ich zur Stelle. Super Abschluss, aber nie verloren. Stoch. Sehr, sehr stark.
goings of the period. Still scoreless in this one. Back underway, and they take possession here inside the offensive zone. The Lakers play it along the boards. The Flyers gain possession in the defensive zone. And the puck is moved to a safer spot on the ice. Passes up ahead from the left wing. Jetzt wieder Rapperswil im Pack, aber Lothe kann befreien. Lothe befreit und jetzt ist wieder Rapperswil im Angriff. Super gemacht, Lattenkreuz, nicht drin, schade. Jetzt ist wieder Rapperswil, der Angriff. Rapperswil versucht durchzukommen. Jetzt ist sie der Klote. Bis jetzt kein Goal in dem spannenden Spiel. Well, wir haben da auch mehr Schüsse auf Seite von der Rapperswiler, mehr Checks durch Kloten hat, 3 Sekunden mehr Offensivzeit. Das ist okay. Für Rapperswil, für Kloten. Und da ist 1-0. Das ist sehr schnell gegangen. Das ging dann sehr, sehr schnell. Wade does a great job of maneuvering his body to get available in tight to the goaltender. Ja, anytime you have a puck, you want to find a way to get your stick on a puck. Schade. Weil da ist natürlich noch nichts verloren. Noch lange nicht. But it took a while. And it can change the mindset when you're up against a goaltender who's making a ton of saves. You're trying to find holes, and sometimes you can overthink it. When you put one by the tender, all of a sudden it starts to get a little bit easier as you play a little freer and the stick isn't as tight. Was denkst du, er gewinnt auf der Konsole? Auch ab. Auch ab, wie viel? 4-2. Und es gibt wieder eine Strafe. Wieder gegen Kloten. When you're down a goal, you can't generate any offense if you're short-handed. They're gonna have to be opportunistic, find a way to kill it off and then reset the momentum. Wieder gibt's eine Strafe gegen Kloten. They've earned this opportunity. They'll get another look at it. Look for different adjustments to be made. Lukas Eggestang Hansson sitzt auf der Strafbank. Kloten kann ein weiteres Mal befreien. Und jetzt hat er Rapperswil wieder. Trifft knapp nicht. Moi, dann ist der Weg. Super Schuss. Aber zu kriegen. Eben das, was er heben kann. Still some precious time left on this power play as they get set to drop the puck. The Flyers get a hold of the puck in the room. Da holt sich die Scheibe in der eigenen Zone. Versucht sie, verliert sie den Netz, aber Rapperswil dann geht's ganz schnell. 2 gute Abschlüsse, aber Miro Aaltonen kann befreien. Dann ist es wieder Rapperswil, super gemacht und das heißt 2-0. 2-0 Rapperswil. Ja, ein Fehler, nicht aufpasst in der Defensive und der dürfte dort natürlich nicht überlegen, wobei der Zugriechen müsste da besser zu machen. Eine kleine Lücke ist offen und das heißt 2-0. Thank you.
2-1 und noch abpassen. Wird es natürlich ganz richtig schwierig für Kota. Da. Ein Punkt zu holen. Super gemacht, aber wenn ich vielleicht im Goal sicher zwei Stellen. Niveller im Goal, wenn man ihn braucht, ist er da. Leider. Aus der Sicht von Kota. No, jetzt. Oh, da holt sich die Scheibe zurück, aber verliert sie dann gleich wieder. Wenn er sie da abpasst, wie er angreift. Der Rask. Jetzt in einer speziellen Frisur. Aber es wie kann sich in der Zone behaupten, super gemacht. Zurückkehren mit Problemen. Es gibt zwei Nachschüsse von der Kult, da kann schlussendlich den Böck übernehmen. Und über den Axel Simic über die rechte Seite angegriffen. Super Pass zum Lehrungs, der versucht es einfach mal, trifft aber nicht. Jetzt ist es wieder Rappers, wie er angreift. Beziehungsweise von Schieben behauptet. Jetzt greift es an. Der Viktor Rask. Super Schuss, aber zurückkehren. Hier wird stark. Past the midway mark in this period. Rapperswil's Jonas got a 2-0 lead. Doch, geht. Amaya. Schott. Kota verliert die Scheibe und das ist Rapperswil, wo in der Zone innen ist. Kota kann sich jetzt aber befreien. Zum Diem. Oya Mäcki. Verliert die Scheibe, naja, hat sie. Super Pass zum Marshall. Marshall versucht es, trifft aber nicht. Dann ist der Maya. Auge, keine Ahnung, wer das ist, noch nie gehört. Diem. DM, immer noch DM. Was macht er? Er macht es eigentlich super, aber dann das Glück fehlt. Der Schuss wird geblockt. Alter, wir haben auf euer Mäcki, der versucht es. Niveller aber zu stellen. Niveller jetzt da. Und nach Rot, der Krinci, versucht es einfach mal zu treffen. Dann haben wir Krinci, glaub schon. Dann ist noch mal Rapperswil, der durchkommt. Rot, der hat jetzt aber die Scheibe. Profiko. Oder besser gesagt, Krinci. Krinci läuft. Krinci, super gemacht! Was ist das gerade von Rot? Wow! Krinci behauptet an der Außenseite, die Scheibe läuft die Zone nie, spielt sie am Malle in die Mitte und der haut einfach mal drauf und trifft. Was sagst du zu dem Spiel? Also das Spiel ist bis jetzt gut und Claude hat jetzt gerade sehr schön gespielt. Ja, also das ist jetzt wirklich klasse gewesen. Das ist vor allem auch wichtig gewesen, so kurz vor Schluss noch eine können zu machen. Es gibt nur fürs letzte Drittel. Was ist das gerade für ein Teamspiel gewesen? Spitze in die Mitte und der Molle haut einfach mal drauf. Mehr Schüsse auf Klotener Seite, auf Rapperswiler Seite, nur 3 mehr und nur 6 Sekunden mehr Offensivzeit. Als Partner, der bis jetzt den Unterschied macht, weil es 1 Goal mehr haben. Das Partner gefällt das 1-0 gerade. Und das 2-0 besser gesagt. Was macht momentan der Unterschied? Aber da kann ja noch viel passieren. Und da gibt es die erste Strafe gegen Rapperswil. Beistelle, das verdient. Der Maxim Novo muss raus. Power play at this juncture of the game, James.
Rapperswil bringt aber das Bulli und Schieben ist das erste Mal draussen. Rapperswil kann jetzt nicht 2 gegen 1. Jetzt ist der Eng, wo allein ist. Eng! Mit dem 2:2. Kloten trifft ebenfalls im Powerplay. Und gleich das Spiel aus. Jonathan Eng. Schön gespielt. Ja, die macht er natürlich dann klasse. Mit seinem Speed. Und schöne Säckli, die halb hoch. Über schon eine Höhe, das wir Gulli gar nicht gern haben. Und dann ist das 2:2. So schnell kann es dann halt eben gehen. Eng. Ist jetzt heiß. Helleberger. Eng. Verliert jetzt aber die Scheibe. Rapperswil griff nochmal an. Gegen Stallionsen schnappt sich die Scheibe. Läuft einmal am Bogen. Spielt zum Eng. Eng jetzt. Eng. Versucht es nochmal. Der ist jetzt heiß. Der will das 3:2 unbedingt erzielen. Wunderbar gemacht. Roter Quinters Pulli, Kellenberger versucht es. Blockshot, nochmal ein super Schuss. Nivela wird. Ist kurz irritiert. Wunderbar gespielt, aber der Oyameki trifft praktisch das leere Goal nicht. Schön gespielt. Roter jetzt am Druck machen. Verliert jetzt aber die Scheibe, Rapperswil. Janik Lennart Albrecht läuft. Roter jetzt aggressiv im Verteidigen. Holt die Scheibe zurück. Ekeström Jansson spielt auf Team, der spielt auf der Marc Marchand. Er läuft. Verliert jetzt aber die Scheibe und es geht in die andere Richtung. Nico Dünner. Super gespielt. Zurückkehren muss eingreifen, macht das aber stark. Macht das sehr stark und hebt das 2:2 momentan noch fest. Super gespielt, Abisha. Rask versucht zu backen, trifft aber das Goal nicht. Jetzt Druck von Rapperswil, Kloten kann sich aber die Scheibe schnappen. Und was machen sie? Jetzt keinen Fehler machen, bitte. Kloten schnappt sich die Scheibe. Nico Oyameki kommt nicht durch. Wäre sonst gefährlich geworden. Der Rask alleine doch zurückkriegen, hebt sicher. Dann ist der Derungs. Derungs mit viel Energie. Derungs. Derungs versucht das Backhand frech. Nie verliert. Kann gerade noch so eingreifen. Spannendes Spiel bis jetzt. Rapperswil gewinnt das Bulli und greift es wieder mal an. Der Moi, Rainer Moi, der seinen Vertrag verlängert hat. Super gespielt von Rapperswil! Kloten mit Problem jetzt! Zurückkehren heben und es gibt nicht schon wieder Powerplay gegen Rapperswil. Für Rapperswil. Mikola Steiner, der auf die Strafbank muss. Schade! Jetzt einfach gutes Boxplay, bitte. Schalthänder wäre noch geil. Das passiert nicht. Ja, glaube ich auch nicht, aber wäre natürlich geil. Gut, dann kommt das Pulli Profico zu Kinchi und der Marle läuft einfach mal, beziehungsweise spielt sie jetzt tief. Versucht sie dann Ausgabe. Super Hit, aber jetzt spielt sie 3 gegen 2 Situation. Moi, Kloten holt sich die Scheibe, spielt sie es weiteres Mal raus. Noch 1 Minute Powerplay, Cervenka, Moi, Nachschuss, nochmal Moi. Super gespielt jetzt von Rapperswil, Rapperswil jetzt in der Druckphase. Und super gespielt, aber zurückkehren, ist zur Stelle. Wichtig. Was da der Zorkirchen zur Stelle ist.
Rapperswil verliert jetzt aber die Scheibe. Und dann ist der Patrick Obrist, der einfach mal losläuft. Obrist. Obrist versucht es. Superkehrt aber vom Niefener. Geht wieder in die andere Richtung. Noch kein Powerplay mehr und nur noch 3,5 Minuten jetzt dann gerade. Nochmal Axel Šimić über rechts. Durch Lothar. Super, zum Obrist und der packt das leere Goal von sich. Schiesst aber direkt auf den Goalie. Super Keeper natürlich auch. Eggestal Jansen noch 1,5 Minuten. Und Roms, versucht es nochmal. Jelenka schnappt sich jetzt aber die Scheibe. Moi, versucht es nochmal zu erkennen, aber da uns sind wir 27,8 Sekunden. Gibt es da noch einen Lucky Punch für eins von den beiden Teams oder geht es in die Verlängerung? Klote, nochmal Günterspulli, dann ist nochmal der Teil am Allen. Super gemacht! Klote, nochmal eng. Was ich jetzt behaupte, super passiv Mitte, Altonen. Was macht der Altonen? Schnappt sich die Scheibe zurück. Schuss nochmal von der blauen Linie. Und so geht's. Eine Verlängerung und da auf der Konsole habe ich es vergessen und stellen, Leute. Es gibt da 4 gegen 4 für 5 Minuten und dann ein allfälliges Penalty-Schießen, sollte es so weit kommen. Das müsste ich noch umändern fürs nächste Mal. Mit 4 gegen 4. Verlängerung. Rapperswil gewinnt, die Verlängerung gewinnt. Das erste Bulli in der Verlängerung läuft dann einmal quer. Frech gemacht, frech versucht. Der Klute greift jetzt an. Eggestal Jansen zum Kellenberger und der ist plötzlich allein. Kellenberger! Trifft aber nicht. Schade. Das wäre doch geil gewesen. Grosniklaus. Dann ist der Wetter, der läuft. Super gespielt. Grosniklaus versucht, Blockshot. Nur 1,5 Minuten. Dann haben wir den Blockshot, Kellenberger spielt zum Teil am Allen. Der läuft nochmal. 1 Minute knapp. Super gespielt, Altonen versucht. Trifft aber nicht. Es gibt nochmal ein Bulli in der Zone von Rapperswil. Mit dem 3-2 könnte ich noch recht haben. Ne? Alle Kellenberger. Kellenberger versucht es, Niefel aber sicher zu stellen. Es gibt nochmal das Bulli, noch 20 Sekunden in dem Game. Noch einmal 20 Sekunden. Altonen. Wintersbulli. Altonen zurück zum Eggestal Jansen, der zum Kellenberger, der trifft aber nicht. Trifft Schiebe nicht richtig, und so ist noch ein Rapperswil, wo losläuft. Noro spielt zum Schröder, der läuft. Schröder passt Mitte, Malle schnappt sich die Scheibe, befreit und es geht tatsächlich ins Penaltyschießen. Es geht tatsächlich ins Penaltyschießen. Rapperswil muss anfangen. Weg. Super Kebab vom Zurkirchen. Wow. Dann ist der Miro Altonen. Altonen, was macht er? Altonen. Altonen trifft ebenfalls nicht. Jetzt wieder Rapperswil. Der Roman Cervenka in Real Life leider. Hervorragender Penaltyschütze. Auf der Konsole trifft er aber nicht. Klote hat so die Chance, um in Führung zu gehen. Jonathan Eng. Eng trifft ebenfalls nicht. Es geht weiter. Dann ist noch der Yannick Lennart Albrecht. Was macht er? Er macht sie ganz frech. Wow. 1-0 im Penaltyschießen für Rapperswil. Klote, er muss jetzt treffen, sonst war's das. Klote muss jetzt treffen.
Sonst ist es das gewesen. Marc Marchand. Marchand trifft nicht und Rapperswil gewinnt mit 3 zu 2 auf der Konsole. Schade. Aber wenn das ein Real Life wäre, immerhin ein Punkt aus Kloten an sich. Immerhin. Gut, jetzt brauche ich noch deine Ansage für das heutige Duell im Real Life, wer gewinnt. Und wie viel? Ich denke, Rappi wird es wieder gewinnen mit 3 zu 2. Okay, ich sage, Kloten wird sich den Sieg holen. Sie haben ihn im Auswärtsspiel gegen Rappi stark gespielt und haben einen Punkt geholt. Und ich sage, das Mal gibt es 3 Punkte. Kloten gewinnt mit 2 zu 1 und holt sich den nächsten 3 wieder mal. Schaut uns noch kurz Statistik in Rapperswil hat verdient gewonnen, haben mehr Offensivzeit, haben 2 Schüsse mehr, haben mehr Checks. Passgenauigkeit ist zwar bei Kloten ein bisschen besser, Powerplay 1 für 1, 100% Quote, während Rappi nur 33% Quote Powerplay hat, aber schlussendlich ist es egal. Der Sieg gehört Rapperswil. Leute, danke fürs Zuschauen. Ein Abo und eine Bewertung